Und unmittelbar vor diesem Termin, der im Ministerium stattfand, kam es erneut zu Blockaden dieser Organisation. Sie haben zu Gewalt und tatsächlich auch zu Straftaten aufgerufen. Die haben sie auch durchgeführt, und sie haben sich trotzdem mit diesen Personen im Ministerium getroffen, haben über drei sachliche Fragen nach wie vor für unerträglich, nicht tolerabel und für kriminell und bin der Meinung, dass die mit aller Härte des Gesetzes verfolgt werden müssen. Ich war selbst mal Strafrichter und auch Staatsanwalt und habe da verinnerlicht, dass das kein Widerspruch ist, eine Straftat konsequent zu verfolgen und die andere Seite trotzdem anzuhören. Und ich habe in einer öffentlichen Veranstaltung, in der ich gefragt worden bin, ob es denn mal ein Gespräch gegeben habe mit dieser Gruppe, gesagt nein, und man habe mich auch nie um ein Gespräch gebeten. Infolge dieser Veranstaltung ist eine solche Gesprächsbitte bei mir eingegangen, und dann daraufhin habe ich gesagt, ich bin bereit, denen zuzuhören, und habe aber auch in aller Deutlichkeit gesagt, dass ich dafür eintrete, dass wir eine Nulltoleranzpolitik gegenüber diesen Straftaten fahren und konsequent diese Dinge verfolgen und mit aller Härte des Gesetzes verurteilen. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank für diese Klarstellung. Es ist ja schön, dass Sie das hier nochmal bestätigen, dass Sie sich offensichtlich von diesen Bewegungen distanzieren. Meine Nachfrage ist aber nochmal, haben Sie sich tatsächlich mit Straftätern getroffen und haben sich getroffen mit Personen, die zu Straftaten aufgerufen haben, oder haben Sie das bewusst ausgeschlossen? Ich weise auf das, was ich eben schon mal gesagt habe. Wissen Sie, ich treffe mich mit vielen Personen, deren Meinung ich nicht teile. Das hält mich nicht davon ab, als Mitglied der Bundesregierung dennoch zuzuhören. Es ist auch wichtig, um zu verstehen, wie die anderen argumentieren. In diesem Fall hat mich das in meiner gegenteiligen Meinung allerdings noch stärker bekräftigt.